Bonjour! Ja, guten Morgen! Guten Morgen! Aua. Oh, ist das einfach eine hohe Kante? Habe ich aber gar nicht gemerkt. Let's have a good time out of the century. Our best days can't be done. So, wir haben jetzt hier ein süßes Restaurant gefunden. Das heißt. Oh, Barodor. Oder so. Und ja, ich habe mir einen lieblichen Weißwein bestellt. Ich habe eine Cola Zero. Und zu essen habe ich mir einen Rumpsteak mit Roquefort-Soße bestellt. Und du? Ein Cheeseburger. Cheeseburger? Okay. Ja, immer gespannt, wie das schmeckt. Auf jeden Fall werben die draußen mit diesem Menü. Für 18,50 Euro mit einer Vorspeise und Hauptmenü oder Hauptmenü und Dessert. Aber hier sieht man erst, dass es Wochenenden ausgeschlossen ist. Das steht draußen aber nicht. So haben die uns reingelockt. Und hier ist ein schöner Bahnhof. Ja, ist echt schön hier. Hier, die Gegend heißt hier Lafayette. So, unser Essen ist jetzt da. Die Pommes sind auf jeden Fall schon mal echt lecker, die haben wir probiert. Die sehen auch so anders aus, die haben so eine Rundung. Selbstgemacht. Ja? Ja. Und hier Burger und hier mein lecker duftendes Steak. Roquefort-Soße und ich habe Kartoffeln mit Senapsgranaten. Yum, yum. So, ihr Lieben, wir haben jetzt hier 53,80 Euro bezahlt. Also das Essen hielt sich in Grenzen von den Kosten her. 15,80 Euro für meinen Roomsteak, 16,50 Euro der Burger, aber die Cola 7,50 Euro und der Wein 12 Euro. Also das, was man im Essen spart sozusagen, beim Essen zahlt man bei den Getränken drauf. Ja, es war aber auf jeden Fall sehr, sehr lecker, aber die Getränke waren schon super. Ich habe auf jeden Fall noch nie so eine tolle Cola im Restaurant getrunken wie hier. 7,50 Euro und nicht 12,50 Euro für den Wein. Ja, das für den Wein ist ja noch was anderes. So, ihr Lieben, ich habe jetzt auch richtig einen Sitzen vom Wein. Der ist ja lieblich und das ganze Glas war voll. Wow. Also, gleich haben wir noch diese Pub-Tour mit Trinken. Oh, ich kann nicht. Ich hoffe, frische Luft hilft gleich. So, ihr Lieben, wir haben uns jetzt hier in eine Patisserie reingesetzt. Guckt euch das mal bitte an. Wie lecker das alles aussieht. Guckt euch mal diese Vielfalt an. Und wir haben fast 21 Uhr abends und es hat noch geöffnet. Hier so Pistazien-Torte, Pistazienkuchen. Ich habe mir jetzt so ein Eclair mit Pistazien bestellt. Das sieht alles so lecker aus. Wenn man die Uhrzeit kann man sich auch Baguettes holen. Was hast du dir bestellt? Ein Schinkenbaguette. Schinkenbaguette? Schmeckt bestimmt auch gut. Ja. Da habe ich das jetzt gesehen, wo ich reingebissen habe. Nein, Pistazia. Oh, scheiße. 14? Plus, ey, parfois, par rapport au programme terre. Scheiße. Schmeckt doch nicht. Oh, geil. Lecker. Ich wollte aber eigentlich mit Pistazie, der hat mich nicht verstanden. Das kommt davon, wenn du denkst, du müsstest auf Französisch bestellen. Ich hab doch Pistazie gesagt. Und? Erklär dich Spekulos. Oh nein. Wir haben ja eine. Halb neun. Der Laden heißt übrigens so.
for me, she looked the top, I'm sorry, I'm still bad, I'm a low cost, I'm going to attend, I'm going to attend, I'm going to attend, I'm going to So, ihr Lieben, wir sind jetzt wieder im Hotel. Ich melde mich einfach morgen. Ich bin so kaputt. Ich bin froh, wenn ich meine Kontaktlinsen raus habe. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Abend. Jetzt stehen in meine Haare so ab. Wir haben sehr viele Leute kennengelernt und ja, ich melde mich auf jeden Fall morgen. Wir haben jetzt auch schon 12:30 oder so. Schlaf gut, gute Nacht. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, heute ist Ostersonntag. Ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Ostern. Ihr seht das Video erst später. Aber auf jeden Fall, ja, für heute frohe Ostern an euch. Ja, wir waren ja gestern, wir haben ja so eine Pub-Tour gemacht über Get Your Guide. Und ich habe so ganz wenig, habe ich euch ja davon gezeigt. Aber wir sind zum Schluss auch einen sitzen. Auf jeden Fall, weil wir waren da in 3-4 Bars. Und ja, wir waren erstmal Belushis, hieß das erste. Da war auch ganz schön viel los. Ich meine, es war auch Samstagabend. Da gab es auch so Bierpong. Und da haben wir uns auf jeden Fall erstmal alle getroffen. Es war ganz nett, sich auszutauschen, so neue Leute kennenzulernen. Es waren mehrere aus England da. Dann war einer aus Irland da. Es war auch ein Grieche aus England da. Fand ich auch ganz witzig, mich dann auf Griechisch mit ihm zu unterhalten. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Oh, ist das denn für eine hohe Kante? Habe ich aber gar nicht gemerkt. Oh, ja. Dann waren noch Inder da. Ich weiß gar nicht mehr. Also die meisten waren aus England. England, Irland. Genau. Ja, und da musste man sich natürlich auf Englisch unterhalten. Und die Engländer, die sprechen da auch immer so schnell und so wirrwarrmäßig. Aber war auf jeden Fall sehr interessant. Genau, dann waren noch Mädels aus Amerika da, ne? Ja. 6 Mädels waren aus Amerika. Ja, war ganz cool, sich so auszutauschen, neue Leute kennenzulernen. Wir hatten auch wirklich sehr viel Spaß. Wir sind dann zu einer anderen irischen Pub weiter und dann nochmal zu einer irischen Pub, was so als Club irgendwie galt. Und wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß. Wir haben viel getanzt, haben uns mit den anderen ausgetauscht. Die Getränke, also Cocktails, waren so zwischen 8 bis 10 Euro. Ich habe keinen Cocktail für 12 Euro getrunken. Ja, trotzdem kosten so viel. Ich habe auf jeden Fall Cocktails von 8 bis 10 Euro getrunken. Manche Cocktails haben auch 12 Euro gekostet, habe ich aber nicht geholt. Das Bier war in manchen Pubs teuer. Ermin hat so ein Guinness getrunken in dieser irischen Bar. Das hat 10 Euro noch was, ne? 9,80 Euro gekostet. Das war aber auch ein großes Glas. Und die hatten wie so, also wie beim Kaffeeschaum, beim Milchschaum oben, beziehungsweise beim Bierschaum, hatten die dann auch so eine Schrift drüber, eine Stadt Guinness. Hast du ein Foto davon? It's time for a Guinness. Die hatte auch irgendwie, die Kellnerin hatte das Bier schon fertig und dann hat die das Bier genommen, hat es irgendwo hingebracht und Ermin dachte sich so, okay, was macht die jetzt mit meinem Bier? Ein bisschen ran, so. Das war echt cool. Also da haben die wahrscheinlich so eine, wie machen die das, so eine Maschine für, ne? Ich glaube irgendwie so eine, wie so ein Heizstrahler oder so. Ja, und dann hat man so eine Schrift oben drauf. Das war auch mal eine coole Idee für Kaffeemilchschaum, ne? Da irgendwelche Sprüche drauf oder den Namen. Er ist so eine richtig gute Idee für Deutschland. Habe ich noch nie gesehen. Ja. Und dann auf dem Kaffee so, ja, wie heißt du? Anna. Steht da Anna mit einem Herzchen oder so. Machen natürlich alle Fotos und das wäre das Influencer-In-Café. Na, okay. Träum weiter, Niki.
Nicht abheben. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht gestern, oder? Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Wir dachten erstmal, oh mein Gott, wo sind wir hier gelandet? Die Mehrzahl waren auch Männer. Wir waren irgendwie 3, 4, 5, 6 Frauen und 20 Männer oder so. War schon eine coole Truppe. Unser Guide hat auch Fotos von uns gemacht. Ich kann euch mal ein Foto zeigen, da sind wir alle drauf. Ja, also kann ich euch wirklich empfehlen. Und tatsächlich haben wir das jetzt auch für Brüssel gebucht. Das heißt Kneipentour, Get Your Guide. Es macht einfach Spaß, weil man lernt da so viele neue Menschen kennen aus aller Welt. Also es macht wirklich Spaß. Man kann natürlich auch alleine losgehen und das alles erkunden, gar keine Frage. Ne? Das Witzige ist, dass ja bei dieser Kneipentour die Leute auch alleine hinkommen. Was? Da waren ja auch viele, die alleine das gebucht haben. Genau, da waren auch viele dabei, die halt alle, oh, ich kann hier nicht mehr sitzen, die alleine unterwegs waren in Paris und ja, einfach Bock hatten, so auf Spaß, andere Leute kennenzulernen. Und ja, das fanden wir halt ganz witzig und wir dachten uns, komm, wir machen das mal. Und als wir das gebucht haben, haben wir auch so drüber gelacht, was ist das, was wir machen, aber es hat wirklich Spaß gemacht. Und ich muss sagen, ich finde das echt cool, ich würde es echt überall nochmal machen. Wie gesagt, wir haben es jetzt für Brüssel nochmal gebucht. Und ja, so war unser gestriger Abend. Und wie sind wir nach Hause gekommen? Mein Handy war fast leer. Ich hatte nur noch 4% und ich hatte mir diese Bolt-App runtergeladen. Da kann man sich wie in Deutschland so ein Uber bestellen, hier in Paris. Also das heißt Bolt, B-O-L-T. Erstmal wollten wir mit Bus umfahren, aber dann hätten wir irgendwie ein oder zwei Mal umsteigen müssen. Das Ticket hätte 4,60 Euro gekostet. Also zwei Tickets, wenn wir ja schon bei 9 Euro noch was. Ja, und mit so einem Bolt haben wir uns einen Stress nicht antun müssen. Wir wurden direkt da abgeholt, wo wir waren. Das Auto war auch in einer Minute da. Und hat uns zum Hotel gebracht für 12,60 Euro. Also das ist richtig krass. Das war echt ein guter Preis und... Ja, wir saßen im Auto, ganz chillig, und wurden ins Hotel gebracht. Und jetzt gleich fahren wir aber mit Bus und Bahn zum Eiffelturm. Wir haben uns jetzt fertig gemacht. Das ist mein Outfit of the Day. Wir haben hier heute so ein bisschen Sightseeing-Tour. Erstmal zum Eiffelturm, danach zum Louvre-Museum und danach zur Flussfahrt. Ja, bis später. So, wir fahren jetzt mit dem Bus zum Eiffelturm. Wir müssen jetzt einmal umsteigen. Also wir mussten so 5 Minuten laufen bis zur Bushaltestelle. Dann waren das 2 Haltestellen, sind wir ausgestiegen. Jetzt mussten wir nochmal ungefähr 5 Minuten laufen. Aber nur weil wir falsch ausgestiegen sind. Also wir sind eine Haltestelle weiter, also später ausgestiegen aus Versehen, weil wir das nicht gecheckt haben. Und jetzt fahren wir mit dem Bus 82 weiter. Und wir sind jetzt gerade hier. Ich hier. Bine. Und wir müssen zur Tour eilen. Das sind so 19 Haltestellen. Und das Ticket kostet 2,50 Euro. Ganz legal heute. Ja, wir haben abgestempelt. Voll günstig eigentlich im Vergleich zu Deutschland. Das stimmt. So, der Bus kommt. Da steigen wir jetzt ein, Luxemburg. Hier gibt es ein Fotoshooting zum Eiffelturm im Hintergrund. Auf jeden Fall haben wir heute schönes Wetter. Ja, wir machen alle Fotos. Wir suchen uns jetzt auch mal eine Stelle, wo wir schöne Fotos machen können. Hier ganz viele Fotos gemacht am Eiffelturm. Tada!
So, wir sind jetzt hier direkt am Eiffelturm. Ja, ich bin echt mit mir am Hadern, ob ich da hochsteigen kann. Ich weiß es nicht. Ich bin echt am Überlegen. So, sehr hoch. Da werden so Souvenirs verkauft und Schwarzware. Hier werden Gemälde gemalt oder so Karikaturen eher gesagt. Also es gibt hier zwei Eingänge, einmal ohne Ticket, einmal mit Ticket. Und genau, wir hatten jetzt Tickets und wir mussten jetzt diesen Eingang nehmen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie lange die Warteschlange hier ist. Also es ist okay, so. She just got three glasses of champagne. She knows we don't drink it, so she got three glasses. Mariela. So, wir sind jetzt durch die Taschenkontrolle. Es hat jetzt so 20 Minuten gedauert. Jetzt sind wir hier drinnen am Eiffelturmplatz. Und da ist so eine Riesenschlange. Da stand auch gerade, dass man über eine Stunde warten muss, eineinhalb Stunden. Wir gucken uns das jetzt mal an und ansonsten, wenn das jetzt zu lange dauert, machen wir die Fliege und gehen zum Louvre. Die wurden auch angeschissen. Ja, die wurden, achso, habe ich ja gar nicht erzählt. Ermin hat sehr viel Glück, der wurde von einem Vogel angeschissen. Ich musste den gerade sauber machen. Hier am Kragen war alles voll. Und das erste Mal, dass mich irgendein Lebewesen angekackt hat. Pikachu hat mich angepinkelt. Genau, der hatte ja mal auf den Fuß gepinkelt, ne? Ja. Ich bin halt so eine klassische Toilette. Vom Typ her, so weißt du. Tiertoilette. Ganz schön viele Menschen. Ne? Guck dir das mal an. Oh mein Gott, okay. Wir sind hier so Warteschlangen. So. Ja, sind die Glaswände. Entweder wollen die alle Tickets oder die haben Tickets und wollen rein. Also, ich glaube, anstehen können wir knicken. Da geht's weiter. So, da haben wir zwei Polizisten auf dem Pferd. Mit so viel Wartezeit, ne? Hast du schon erzählt, dass wir es nicht machen? Ist hier vor dem Eiffelturm so ein, wie so ein kleiner Markt, den gucken wir uns jetzt mal an. Aber hier sind auch einfach zu viele Menschen, ne? Ja, ich hatte also gerade überhaupt keinen Empfang am Handy. Ja. So viele ja. Menschen. Kontrolle. So. Kontrolle überstanden. Oh, das ist aber groß, ne? Es geht richtig weit rein. Ja? Ja. Hier überall so Krimskrams. Die Preise sind stolz, ne? Hm? Ich habe nicht verstanden, was das ist. Irgendwie wie Honig oder sowas. Statt Karibien, da war irgendwie eine Passionsfrucht in der Flasche drin. Vielleicht Likör oder so. Okay. Ja, da standen auch so Champagnerflaschen, ne? Hier kann man bei so einer Fotobox ein Bild machen. Aber 10 Euro ein Foto. Uiuiuiui. Das sieht schon gut aus hier, ne? Es ist jetzt die Sonne draußen. Es ist so heiß, dass man seine Jacke ausziehen muss mit T-Shirt. Richtig, richtig heiß. Also das Essen hier ist schon alles ziemlich Porno. Aber richtig teuer. Ja, ich habe ein Macaron geholt zum Probieren. Da stand Chocolate the Passion, irgendwie so. Ja. Ich habe eigentlich eine Frechheit, 2,50 Euro dafür.
Ja, aber die kosten immer viel. Dein Gesichtsausdruck sagt, der schmeckt gut, oder? Ja, schmeckt voll lecker. Ja, schmeckt echt gut. Oh Leute, was für eine Scheiße. Wir sind in die falsche Richtung gefahren mit dem Bus.